Inmitten ihres Babyglücks wird Lovelyn Enebecky jetzt ein großer Schrecken eingejagt. Die GNTM-Gewinnerin von 2013 erwartet zusammen mit ihrem Freund gerade ihr erstes Kind. Ein Umstand, über den sie wohl nicht glücklicher sein könnte. Viel mehr Details verrät das Model bisher noch nicht, seit es seine Schwangerschaft Ende August verkündet. Bislang scheint aber alles wie am Schnürchen zu verlaufen. Doch das ändert sich vergangene Woche schlagartig. Lovelyn wacht eines Morgens auf und hat plötzlich starke Blutungen. Ich bin da auch direkt in Tränen ausgebrochen und habe mir unfassbare Sorgen gemacht, weil es war wirklich viel. In ihrer Instagram-Story erklärt sie dann weiter. Nach dem morgendlichen Schock ruft sie sofort ihren Partner an und fragt ihn, was sie machen soll. Er ist zu diesem Zeitpunkt in München und rät ihr vorsichtshalber, zum Arzt zu gehen. Das macht sie anschließend auch. So steht die 24-Jährige prompt, als ihr Frauenarzt in Hamburg aufmacht, vor dessen Tür. Die Medizinerin checkt dann auch direkt ab, ob es dem Baby gut geht. Zu Lovelyns Erleichterung gibt sie Entwarnung und bestätigt, ihr ungeborener Nachwuchs ist wohlauf und bewegt sich sogar richtig viel. Aber woher kommen bloß die Blutungen? Genau, ich hatte ein Hämatom oder habe eins. Ja, irgendwo in meinem Bauchraum. Ich kann jetzt nicht beschreiben, wo genau. Und das hat dann halt geblutet. Aus Sorge wegen ihrer Thrombozytopenie-Vorerkrankung, einer Blutgerinnungsstörung, überweist sie ihre Frauenärztin ins Krankenhaus. Dort werden dann genauere Untersuchungen durchgeführt. Während des stundenlangen Wartens auf die Ergebnisse wird die Laufstegschönheit fast wahnsinnig. Doch dann ist das Bangen endlich vorbei und sie hat Gewissheit. Mit ihrem Baby ist wirklich alles okay. Nur woher das Hämatom exakt kommt, kann man ihr auch in der Klinik nicht sagen. Sie haben mir dann freigestellt, ob ich da bleibe oder ob ich nach Hause gehe. Ich habe dann gesagt, ich gehe lieber nach Hause und hatte dann aber ja, Bettruhe. Ich durfte mich in der Wohnung frei bewegen, aber keine körperliche Anstrengung jeglicher Art. Für die TV-Bekanntheit heißt das leider, ihr geplanter Urlaub fällt ins Wasser. Der Luftdruck im Flugzeug wäre einfach zu gefährlich. Trotz des Rückschlags versucht sie aus der Situation das Beste zu machen und positiv zu bleiben. Das wird wenig später auch belohnt. Kurz nach ihrem Gesundheitsschrecken nimmt sie erstmals ihr Baby im Bauch wahr. Allerdings weiß die werdende Mama erst gar nicht, was das eigentlich ist, was sie da spürt. Aber es hat sich für mich so angefühlt, wie wenn Muskeln manchmal einfach so zucken. Und dann dachte ich so, okay, zucken jetzt einfach nur meine Muskeln oder ist das wirklich das Baby? Aber es ist das Baby und mein Freund hat es auch schon ein, zweimal ganz leicht gespürt. Mittlerweile fühlt sie fast täglich die Bewegung und sie werden auch stetig mehr. Immerhin ist Lovelyn inzwischen in der 20. Schwangerschaftswoche. Also ist die Halbzeit so gut wie erreicht. Hoffentlich verläuft die zweite Hälfte jetzt ohne Komplikationen, sodass die Aufregung der vergangenen Woche eine einmalige Sache bleibt.